Hallo Freunde und willkommen zurück hier zu Final Fantasy VI, dem Remake. Und ihr werdet zwar wahrscheinlich bemerken, dass es jetzt nur noch 30 FPS-Videos gibt von Final Fantasy. Allerdings hat das den Grund, dass es jetzt wenigstens nicht mehr laggt. Ich weiß jetzt, woran es liegt. Also, ich weiß, warum es geleckt hat. Ich weiß aber nicht, warum es geleckt hat. Also, ja, wie drücke ich das am besten aus? Es lag an der hohen CPU-Auslastung, die zwischendurch immer mal drin war, wenn ich entweder auf Fullscreen hochgerendert habe, das Spiel, oder selbst im Fullscreen gespielt und das dann abgecaptured. Auf jeden Fall ging dieses Spiel hier nicht im Fullscreen mit aufnehmen. Und ist es dann immer zur hohen CPU-Auslastung gekommen. Und deswegen gab es dann diese Ruckler, weil das Spiel da irgendwie nicht mehr hinterherkam. Und deswegen jetzt nur noch 30 FPS, dafür ohne Ruckler. Und wusste meine Burg euch zu gefallen. König Roy, eine imperiale Gesandtschaft nähert sich der Burg. Kefka. Ickidickidickid, Gestahls dämliche Befehle, alles voller kratzigem Sand. Roy, du Volldepp, musstest du ausgerechnet in dieser stinkenden Wüste deine Sandburg bauen. Meine zarte Haut ist ganz aufgeraut von Sonne und Sand, denkt daran niemand. Kefka, ich sage euch, ich Kefka, sage euch, ihr Würmer, seht meine neuen Lackschüchen. Ja, warte, Chef, alles gut, so, einmal wegputzen. Mein Herr, glänzt wie am ersten Tag. Wie öde. Lord Kefka, aus welchen Gründen mögt ihr uns die Ehre erweisen? Aus dem Weg, Elender! Okay, wir können mit niemandem reden. Wahrscheinlich nur mit Kefka. Eure Siege scheinen euch zu Kopf gestiegen. Sind nun gar eure Bündnispartner bedroht? Bündnis? Wovon träumst du, eurem erbärmlichen Kleinstaat? Ich hörte, drei Lande befielen bereits eurem Schwerte zu Opfer. Eurem Imperialen. Was heckt ihr denn aus? Das geht dich gar nichts an. Welch wichtiges Anliegen führt den Hof Magus Gestahls höchst selbst zu uns? Man munkelt, du gewährst einer Frau aus unseren Reihen Unterschlupf, Roy. Du meinst die Frau, von der gesagt wird, sie habe magische Kräfte? Das geht dich einen feuchten Kehricht an. Spuck's aus, wo steckt sie? Ach, könnte ich mich nur noch erinnern. Mein lieber Kefka, Frauen umgeben mich, wie Sterne am Himmel stehen. Es wird dir nichts nützen, sie zu verbergen. Wir wollen hoffen, dass dein geliebtes Figaro von Unheil verschont bleibt. Was für ein widerlicher Kerl. Ist Melody wohl auf? Du weißt, was zu tun ist. Wie gerne hätte ich eure reizende Gesellschaft noch länger genossen, doch mein Amt gebietet mir, mit meinen Ministern Kriegsrat zu halten. Schwer wiegt die Bürde eines Königs, entschuldigt mich. Folge mir. Okay, einmal Harvey hinterher. La 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 la. Erkundet haben wir ja schon alles. Da sollte dieser kleine Marsch Harvey hinterher nun auch nichts Schwieriges mehr sein. Und vor allem wissen wir, dass es hier nur diesen kleinen Ausläufer der Burg gibt.
wo Harvey hingegangen sein könnte, und da steht er ja auch. Entschuldige, dass du hier schon wieder so, dass es hier schon wieder so ungemütlich wird. Ich... Du heißt Harvey, nicht wahr? Roy sagte, du seist ein Dieb? Es heißt Schatzjäger, ja, also bitte. Weißt du, es ist so, Roy kollaboriert nur scheinbar mit dem Imperium. In Wirklichkeit steht er auf den Seiten des Widerstands. Er unterstützt die Rückkehrer. Und ich arbeite als Mittelsmann zwischen beiden Seiten. Der alte Mann, der dir in Arsch geholfen hat, ist ebenfalls einer von uns. Aber ich bin eine imperiale Kriegerin. Du warst manipuliert von Gestahl. Das ist jetzt vorbei. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Mein Kopf tut so weh. Du kannst jetzt tun und lassen, was du willst. Mach dir nicht so viele Gedanken. Du wirst deinen Weg schon finden. Tun, was ich will. Doch nicht etwa. Und Schloss Figaro steht in Flammen. Was ist passiert? Das Imperium, Kefka! Kefka, bist du übergeschnappt? Rück das Mädchen raus! Ich sagte doch, sie ist nicht hier. Ist das so? Dann seid ihr uns nicht mehr vom Nutzen und Unrat muss brennen! Okay, ja. Ja, ich glaube eher nicht. Wir schreiten zu Plan B. Bereitet alles vor. Jawohl, Majestät. Hast du es endlich eingesehen? Kefka, du hast mich überzeugt. Zugehen. Wiedersehen. Seht her, der edle König ergreift allein die Flucht. Das nenne ich Untertanenliebe. Was für ein Spaß. Springt auf. Fertig machen zum Abtauchen. Jeha! Figaro Tauchbootmodus aktiviert. Volan, seht, wie anmutig Burg Figaro in das goldene Sandmeer taucht. Ihnen nach, tötet sie! Und nun bekommen wir das erste Mal mit dem Imperium zu tun. So richtig als Gegner. Mit den Magitech-Mechs. Okay. Angriff auf ihn. Magie. Vita auf ihn. Gadgets. Autoarmbrust. Was hast du, Roy? Du siehst aus, als hättest du einen Geist erblickt. Hast du das gerade auch gesehen, oder? Oder? Klar. Die Kleine hat ein paar nette Tricks drauf. Was? Nette Tricks? Weißt du, was das war? Magie. M-A-G-I-E. Magie? Das war Magie? Noch ein lecker Bräuler. Melody.
So heißt ihr doch, schönes Kind. Was um alles in der Welt habt ihr da gerade angestellt? Es tut mir so leid. Ich wollte nicht. Ist schon gut. Eigentlich müssten wir uns entschuldigen, so zu erschrecken. Wie recht du hast. Magie sah ich zum ersten Mal. Verzeiht meine Reaktion. Doch erlaubt mir die Frage, wer ihr seid. Ist das nicht egal, Roy? Melody beherrscht Magie. Wir tun das nicht. Das ist alles. Und ihre Kräfte können wir jetzt ziemlich gut gebrauchen. Danke, Harvey. Auch dir möchte ich danken, Roy. Ja. Tja. Ich find's übrigens freundlich, wie die so lange schön gewartet haben. Magie. Vita. Auf dich selber. Angriff. Gadgets. Auto-Armbrust. Komm, lange könnt ihr nicht mehr machen. Haha. High Potion. Für Figaro. Ah. Nein, nein, nein! Glaubt nicht, das wird das Ende sein. Ich zahle es euch allen heim. Yippie! Waren die böse? Ich habe solche Angst. Melody, es gibt da jemanden, den ich euch gerne vorstellen würde. Wir sind Mitglieder der Untergrundorganisation Rückkehrer. Ich möchte, dass ihr unseren Anführer Banon trefft. Magie wird eine Schlüsselrolle in unserem bevorstehenden Kampf spielen. Magie. Euch ist diese Kraft zu eigen. Außerdem reagiertet ihr auf die Esper. Da muss es einen Zusammenhang geben. Ich sagte doch, dass ich keinen blassen Schimmer habe. Als ich mir meiner Kraft bewusst wurde, konnte ich sie bereits wie von selbst anwenden. Doch kein normaler Mensch ist von Geburt an imstande, Magie zu wirken. Verzeiht. Was soll ich nur tun? Gestahl wird nicht eher ruhen, bis er euch und euer Geheimnis in den Händen hält. Doch das darf nie geschehen. Mit solcher Macht risse das Imperium die Welt in den Untergang. Und auch ihr wüsstet gewiss gerne, was hinter eurem Talent steckt, nicht wahr? Ist dem so, dann trefft Banon und findet die Wahrheit heraus. Bitte, du musst uns helfen. Gut, wir brechen nach Süden auf. Dort sollten wir auf eine Grotte stoßen, die nach Südfigaro führt. Yeah! Und schön auf dem Chocobo reiten. Hui! Okay, durch Berge kommen wir nicht durch. Na gut, dann wollen wir einmal zu der Grotte gehen, die uns nach Südfigaro führt. Flipp. Ciao, Chocobo. König Roy, wohin führt euer Weg? Durch die Grotten wollen wir gen Osten nach Südfigaro reisen. Sodann geht es nordwärts zum Hauptquartier der Rückkehrer. Berichte dies, wenn du zur Burg zurückkehrst. Zu Befehl, mögen die Götter euch schützen. Ich bin ziemlich sicher, das machen die Götter. Und hier haben wir eine Schildkröte und einen Vita-Brunnen. Das ist der Vita-Brunnen, von dem wir schon erfahren haben. Oder zumindest einer von denen. Ich weiß gar nicht, wie viele es davon geben soll. Angriff. Gadgets. Und normaler Angriff.
ganz schön viele Gegner. Aber die meisten sind eh schon weg, also von daher. Einschläfer. Naja, aufwachen müsste sie theoretisch. 3 Potion. Das sehe ich doch sehr gerne. Und wir müssen uns jetzt hier durch diese Höhle schlagen. Und auch durch diese Gegnerhorden. Oh, Präventivschlag. Das sehe ich doch gerne. Oh, schon weg. So viel dazu. Äther können wir später sehr gut gebrauchen. Also wirklich, Äther, das ist dann später essentiell, wenn man sich ein wenig MP auffüllen will. Weil ich glaube, ich kann euch schon mal verraten, dass Terra nicht die einzige bleiben wird, in unserem Fall Melody, die Magie beherrscht. So, Angriff und Angriff. Achso, der ist auch schon weg. Na gut. Geht relativ schnell mit der Autoarmbrust. Das Einzige, was ich, glaube ich, wahrscheinlich nie benutzen werde, außer einmal, um es zu zeigen, ist das Kakophon. Weil, wenn ich recht informiert bin, dann verwirrt das die Gegner nur. Und bei so normalen Gegnern braucht man das nicht wirklich. Also von daher, Äther. Gut. Und noch mehr Gegner. Angriff, Angriff und Gadgets. Theoretisch könnte ich Harvey stehlen lassen, also, oder zumindest versuchen stehlen zu lassen, weil Roy macht ja am Ende doch alles mit seiner Armbrust weg. Von daher, ob wir da ein Item mehr haben, das ist dann ja eigentlich nur zu unseren Gunsten auszulegen. Natürlich, nochmal genau vor der Kiste. Aha, ihr drei bewacht also. Nichts gestohlen, schade. Außer Armbrust und alle weg. Achso, vielleicht sollten wir die Phönixfeder noch mitnehmen. Denn ich glaube, die könnten wir später einmal ganz gut gebrauchen. Vielleicht sogar gleich beim nächsten größeren Gegner. Wer weiß. Na, hier greife ich lieber an. Gadgets und Angriff auf den... Ach, der ist... Hä? Okay. Alles gut. Und Melody ist sogar eine Stufe aufgestiegen. Wenn ich mich mal weit aus dem Fenster lehnen würde, würde ich sagen, die letzten Gegner dieser Höhle. Und ich lag richtig. Hier oben gibt es nichts. Dort oben ist ein kleines Haus, das werden wir noch später sehen. Und hier sind wir erst einmal in Südfigaro angekommen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Freunde. Tschüss.